Willkommen zurück bei ZockerTV und heute wieder einem weiteren Video, meine Freunde. Und heute geht es um den Community-Beitrag, den ich vor knapp einer Woche, glaube ich, verfasst habe. Dort habe ich ja dazu aufgerufen, dass ihr mir schreiben könnt, wenn ihr mal gerne hättet, dass ich mir euren Kanal anschaue. Es haben mir einige geschrieben, teilweise auch im Stream haben mir Leute geschrieben, dass ich mir deren Kanal mal anschauen sollte. Und das Ganze werden wir heute machen. Ich werde meine persönliche Meinung zu jedem Kanal abgeben, wie der Kanal aufgebaut ist, wie die Thumbnails sind, die Playlisten, Kanalinfo, alles Mögliche schaue ich mir auf jeden Fall an und werde euch dann meine Meinung mitteilen, was mir an dem Kanal gefällt und was mir nicht gefällt. Ihr findet natürlich alle Kanäle auch in der Infobox verlinkt, wenn ihr mal gerne selber euch ein Bild machen möchtet oder einfach mal drauf schauen wollt, falls euch der ein oder andere Kanal gefällt oder zusagt. Auch wäre es cool, wenn ihr vielleicht bei mir in den Kommentaren hier unten eine Bewertung für jeden Kanal da lassen würdet. Ich sag mal so von 1 bis 10, wie euch der Kanal zum Beispiel ZockerTV gefällt oder was weiß ich, was wir uns jetzt gleich auf jeden Fall angucken werden. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo natürlich. Das hilft mir immer weiter und natürlich auch den Leuten, die hier gezeigt werden. So, ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich schnapp mir mein Headset und dann schauen wir uns mal an, wer denn kommentiert hat. Ich glaube, 4 Leute oder so waren es, die kommentiert hatten und dann noch ein paar Leute im Stream. So, wir sind jetzt erstmal auf meinem Kanal und wir schauen jetzt erstmal auf meinen Community-Beitrag. So, hier. Und zwar hat mir White Movie TV geschrieben. Also, ich mache mal den Anfang. Bei mir gibt es eine Serie von GTA Los Santos, alles mit Rockstar Editor bearbeitet. Los geht's. GTA Los Santos. Kanalbanner gefällt mir. Wobei ich jetzt schon sagen muss, wir gucken mal eben kurz in die Videos rein. Okay. Es geht alles um... Ja, moin. So, es geht alles um GTA. Und deswegen fände ich es halt auch sehr nice, wenn der Banner oben das Ganze auch widerspiegelt. Klar, man sieht GTA Los Santos. Das Logo, was er erstellt hat für die Serie, man sieht, ich schätze mal jetzt Charaktere, die in der Serie vorkommen. Aber ich hätte mir auch gewünscht, gerade wenn man mit dem Rockstar-Editor arbeitet und Cinematic-Sachen macht, dass er hier im Hintergrund auch die Skyline von GTA genommen hätte. Ist jetzt nur ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber ist auf jeden Fall was, was du dir auf jeden Fall mal anschauen könntest. Gut, wir schauen mal in die Kanalinfo. So, willkommen bei GTA Los Santos. Hier geht es um eine GTA 5 Serie, die 2018 auf Sendung gehen soll. Okay, um was geht's in der Serie? Revilo Panda kehrt nach langer Zeit zurück nach Los Santos, um Freunde und Bekannte wiederzusehen. Nico, der beste Freund von Revilo und der Multimillionär von Los Santos, will ihm helfen, wieder Fuß zu fassen in der Großstadt. Helfen schreibt man hier aber klein, ne? So, doch wäre da nicht die Cooper-Gang, die was dagegen hat und will alles an sich reißen in der Großstadt von Autos, Tuning, Rennen und viel mehr. Was? Moment. Doch wäre da nicht die Cooper-Gang, die was dagegen hat und will alles an sich reißen in der Großstadt von Autos, Tuning, Rennen und viel mehr. Ist der Satz so richtig? Doch wäre da nicht die Cooper-Gang, die was dagegen hat und will... Also das will, das stört mich hier in dem Satz. Doch wäre da nicht die Cooper-Gang, die was dagegen hat und will alles an sich reißen... Den Satz würde ich umbauen. Der Satz ist total irreführend. Also finde ich. So. Das Ganze wird auf der PlayStation 4 aufgenommen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Über Abos, Kommentare freue ich mich sehr. Viele liebe Grüße, euer Team. Okay, ich würde den Text noch ein bisschen überarbeiten. Vor allem würde ich dieses 2018 rausnehmen, weil wir haben Ende 2019, fast 2020. Ist Zeit für eine neue Kanalinfo. Playlist ist auf jeden Fall am Start. Schön. Videos gucken wir uns mal an. Thumbnails. So, Thumbnails sind auch am Start, obwohl ich sagen muss, die Thumbnails sind wild durcheinander gewürfelt. Ich würde einen Stil aneignen und das Ganze beibehalten. Das hier finde ich zum Beispiel sehr cool, mit diesen Ausschnitten aus der Folge wahrscheinlich. Das finde ich richtig cool, das würde ich auf jeden Fall so lassen. Das hier würde auch noch gehen mit diesem Filmstreifen hier. Aber du solltest dich auf einen Stiltypen auf jeden Fall festlegen, denn hier ist ziemlich viel zusammengewürfelt. Okay, wir gucken mal jetzt in irgendeine Folge rein, wo man noch ein bisschen was gesprochen ist. Hört zum Beispiel hier.
Aussteigen. Ihr werdet's bald. Ja, ja, ich steig ja schon aus. Los, Hände hoch und auf die Seite mit dir. Und du kümmerst dich um den Wagen. Okay, wir haben ein bisschen was gehört jetzt. Also die Synchro geht definitiv noch ein bisschen besser. Aber da will ich jetzt auch nicht zu viel meckern, denn in meiner Serie war die Synchro bei weitem auch nicht perfekt. Da muss man definitiv dran arbeiten, das kommt mit der Zeit. Das hätte jetzt ein bisschen aggressiver klingen müssen, von wegen so, raus aus dem Auto, bla, bla, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, so alles in allem, es ist ein schöner Kanal. Wie gesagt, Thumbnails sollte man auf jeden Fall sich einen Stil angewöhnen, Kanalinfo ein bisschen überarbeiten und den Banner oben vielleicht mit GTA-Hintergrund machen. Dann wäre das schon auf jeden Fall eine nice Sache. Freut mich auf jeden Fall, lasst doch bitte unten einen Kommentar da, wie ihr den Kanal findet. Auf einer Skala von 1 bis 10 könnt ihr gerne bewerten. Ich werde es auch gleich machen. Ich finde den Kanal aber ganz cool an sich. So, gucken wir mal weiter. Mir hat geschrieben der Eku. Bei mir gibt es regelmäßig Gaming-Content auf sympathische Art. Dann wollen wir mal gucken. So, okay, nice auf jeden Fall schon mal. Das Logo gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Sieht so aus wie dieser hier, wie Crow, die Panda-Maske mit dem Dings drauf. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, relativ leer der Banner. Hier gibt es auch keine Verlinkungen oder so. Aber an sich auf jeden Fall schon mal sehr stylisch. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, das Logo. Gefällt mir sehr gut. Wir gucken in die Kanalinfo. Okay, eine Kanalinfo gibt es hier nicht. Solltest du dir vielleicht anlegen. Kanalinfo ist immer eine coole Sache, weil Leute auch gerne wissen, mit wem sie es zu tun haben. Egal, was du da reinschreibst, zum Beispiel, wer du bist, was du auf deinem Kanal machst und so. Das sind auf jeden Fall so ein paar Sachen, die du machen könntest. Wenn du Facebook oder so hast für deinen YouTube-Kanal, könntest du das auch hier oben verlinken. Aber gut. Playlisten, gucken wir mal. Okay, Playlisten gibt es. Streams, Call of Duty Modern Warfare, Informationen, Kanaltrailer. Kanaltrailer auch eine coole Sache, habe ich gerade eben bei White Movie TV auch nicht gesehen. Kanaltrailer gab es nicht. Guck mal in den Kanaltrailer rein. So. I'm back. Okay, das mit dem Logo am Ende ist nice, das Logo da reingepixelt wird. Das sieht sehr cool aus. Der Trailer an sich gefällt mir, er verrät alles. Man sieht Call of Duty, man sieht Fortnite, man sieht FIFA. Obwohl mir dieses Gepiepe hier kurz vor FIFA ein bisschen, obwohl mich das ein bisschen genervt hat, ganz ehrlich, hier, das war mir ein bisschen zu viel Gepiepe. Die Musik wird ganz leise, dann wird hier tausendmal gepiept. Jetzt kommt kurz was zu sehen. Jetzt wird, glaube ich, nochmal gepiept. Das war mir ein bisschen too much. Da hätte man das ein bisschen verkürzen können. Aber an sich geil, vor allem die Musik geil. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe mit dem Kopf mitgewippt. Also ich fand die Musik geil, mega. Kanaltrailer gefällt mir. Kriegst ein Däumchen hoch, Alter, das ist richtig cool. So, gucken wir uns mal die Thumbnails an. Thumbnails gibt es, wenn ich das richtig sehe. Ja gut, so viele Videos hast du ja jetzt noch nicht hier drauf, ne? Aber zumindest, es gibt Thumbnails. Richtig, richtig geil. Also wie gesagt, Thumbnails sind echt das A und O. Also viele vertun sich damit, wie aussagekräftig eigentlich ein gutes Thumbnail ist.
Das Thumbnail ist im Prinzip das, was der Zuschauer zuerst zu sehen bekommt. Und wenn das nicht stimmt, dann klickt man auch nicht unbedingt an. Also das ist so. Und das finde ich auf jeden Fall cool hier mit dem eingebauten Logo auf dem Körper. So finde ich cool. Man sieht alles live. Letzter Stream vor dem großen, was? Vor dem großen, achso, vor dem großen Update soll das heißen. Kann man jetzt nicht sehen wegen der Zeit hier. Komm, wir klicken mal einfach in den Stream rein und gucken mal, wie sich der Kollege dann als... Sprachen lernen, Bubble. So, wir klicken einfach mal rein und schauen mal, wie Echo sich denn im Stream so macht. So. Vielen Dank fürs Einschalten. Der Stream wird in Kürze beginnen. Auch sehr cool, dass du so einen Startbildschirm hast. Das heißt, du streamst wahrscheinlich auch über OBS oder so. Okay, man hört auf jeden Fall schon mal Sound. Ob das jetzt gewollt ist, weiß ich nicht. Okay, doch, es ist gewollt. Okay, wir spulen mal ganz kurz zurück, damit man ihn auch hört. So, Hallöchen. Hallöchen, vielen Dank fürs Einschalten. Kein Ding. Ich weiß, dass unten vor der Tür einer ist. Aber ich wollte den haben. Okay, auf jeden Fall schon mal sehr nice, dass du einen Startbildschirm hast. Sehr nice, dass du deine Zuschauer begrüßt, dass du mit den Leuten sprichst. Und dass du auch generell die Leute unterhältst während des Streams, auch wenn gerade vielleicht keiner zuschaut, weil ich weiß nicht, wie viele zugesehen haben zu dem Zeitpunkt, wenn du morgens um 9 Uhr gestreamt hast, kann ich mir vorstellen, dass nicht so viele Leute im Stream waren, aber finde ich sehr, sehr cool, sehr sympathisch auf jeden Fall, gefällt mir. So, wir gehen weiter, Lord X, bis jetzt nichts, will aber durchstarten, muss ein bisschen lernen. Okay, Playgame TV, Kollege von mir, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen auf dem Kanal, also war lange nicht mehr drauf, wir schauen mal kurz rein. Der Banner auf jeden Fall sehr cool. Mit dieser Leuchtreklame, also diesem Neon, dieser Neonbeleuchtung und so, finde ich sehr, sehr cool. Ja, ist auch so ein bisschen geheimnisvoll, weil man nicht genau weiß. Es wird ja nichts ausgesagt, um was es geht auf diesem Kanal. Okay, klar, um Spiele, Play Game TV, logisch, aber man weiß ja nicht, um was für Spiele. Das heißt, das ist komplett offen hier auf dem Kanal. So, wir gehen auf die Kanalinfo. Kanal vor. Hi du, ja genau du. Du interessierst dich fürs oder bist selber Gamer, dann bist du hier genau richtig. Also Abo da lassen und nie mehr ein Video von uns verpassen. Okay. Hi du, ja genau du. Du interessierst. Es sind mir auf jeden Fall viel zu viele Du's. Ich komme mir schon vor wie bei Rush Hour 3. Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du. Ja, ich bin du. Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage. Ist okay. Wie gesagt, ein bisschen umbauen, ein bisschen die Sätze ein bisschen anders basteln und so. Das Du vielleicht mal ein bisschen weglassen. Und vielleicht ein bisschen über dich selber schreiben oder über euch, ihr seid ja zu zweit, wer ihr so seid und so, was ihr so macht. Okay, hier gibt es sogar noch einen Instagram-Link, den sehe ich jetzt hier oben nicht, aber Instagram ist anscheinend auch am Start. Thumbnails sind sehr wild durcheinander gemischt, meistens einfach nur ein Bild, wo einfach nur was draufgeschrieben ist. He's back, Ursikstan, okay. Auch was ich eben schon gesagt hatte, versuch mal, also von den Thumbnails her, einen Stil dir anzueignen. Nicht hier jetzt, hier hast du es immer so mit so einer bunten Schriftart gemacht, beziehungsweise mit irgendeinem Hintergrundbild wahrscheinlich in der Schrift. Und hier auf einmal dann komplett was anderes wieder. Hier ist einfach nur ein Bild, keine Ahnung, von Google runtergeladen oder keine Ahnung. Versuch mal, einen Stil auszuprobieren, einen Stil zu halten. Hier, Call of Duty Modern Warfare Hardcore. Vor einem Monat. Gucken wir mal, wie es im Livestream abgeht hier. Das geht nicht mehr, weil Sony die die Kooperation zu Facebook beendet hat. Ach so, deswegen. Ich hab mich schon gewundert, ey. Drin sind im Hardcore-Filter TDM, Herrschaft und Hardcore-Hauptquartier. Ich schwung mal ein bisschen in die Mitte rein. Kehrt mit dem zweiten Profil, Schatz. Ja. Ja. Ich hab da drin gerade einen rausgenommen.
Ich liege auf dem Container. So ein Feind hat die Hälfte geschafft. Legt einen Zahn zu. Ich wurde erwischt. Was? Du kannst doch nichts dafür, wenn die mich erschießen. Oh, ein Gegner ist da noch drin. Okay, Leute, ich habe jetzt versucht, gerade noch, ich habe noch versucht, jemanden zu finden, der hier im Chat schreibt, damit ich mal sehe, wie er reagiert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er reagiert auf den Chat, auch wenn jetzt hier nicht so die Aktivität da war. Was ich schade fand, ist, dass es am Anfang überhaupt keine Begrüßung gegeben hat. Man war direkt im Stream drin. Es gab kein Hallo, es gab nichts, kein Willkommen bei Playgame TV, bla bla. Das würde ich mir wünschen, dass das auf jeden Fall anders wäre. Wenn man keinen Startbildschirm hat, etc., warum auch immer, ich glaube, er streamt über die PlayStation 4 und nicht über den PC, dann ist das halt so. Aber es muss zumindest eine Begrüßung rausgehen, dass wenn jemand in den Stream kommt oder sich das Video im Nachhinein anguckt, dass es zumindest eine Begrüßung gibt. Also das muss schon sein. Okay. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr euch für verschiedensten Content interessiert, wie ihr ja seht hier, Anthem, Spyro, Rocket League, Apex, dann schaut bei Playgame TV auch vorbei, lasst ihm ein Like da, eventuell auch ein Abo. So, da sind wir auf der Beutel. So, zum Banner. Ich nehme an, das ist dein Gesicht. Sehr cool gemacht in diesem, ich sage mal, Negativ-Optik, also quasi schwarzes Gesicht, weiße Haare. Oben schlicht und ergreifend in einer, ja, ich sag mal so, Graffiti-Schriftart Beutel. Ist nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen anstrengend, das Ganze. Jo, Stimme ist weg. Ich finde es ein bisschen anstrengend, das Wort zu lesen, weil die Schriftart an sich schon echt krass ist. Hätte ich vielleicht etwas genommen, was nicht ganz so verschnörkelt ist. Aber gut, ist ja jetzt erstmal Nebensache. Auf jeden Fall, Banner ist da. Banner schlicht und ergreifend, schwarz-weiß. Alles gut. So, hier gibt es auch wieder Verlinkungen zu Facebook, sogar zwei Stück, ich weiß gar nicht wieso. Deutsche YouTube-Szene und dann wahrscheinlich seine eigene Seite. Livestreams auf Twitch, okay, Livestreams gibt es auf Twitch. Auch sehr nice, dass das hier verlinkt ist, sehr cool. So, Kanalinfo gehen wir mal gucken. Tach, ich bin der Beutel und mein Name ist Programm. Verrückter Ossi mit Leidenschaft zum Bier. Let's Plays der anderen Art, lass dich überraschen. Deutsche YouTube-Szene, okay, da hat er nochmal den Link drin. Okay, ja, passt. Finde ich gut. Aussagekräftig, reicht. So, geht auf Playlisten. Okay, Playlisten gibt es ja auch einige. B-Simulator, Ark, Long Dark, Chernobyl Light. Okay, ihr habt ja auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Playlisten euch anzugucken. Sehr cool. Wir gehen auf Videos und schauen einfach mal uns die Thumbnails an. Okay, hier kann man auf jeden Fall schon erkennen, dass die Thumbnails alle ungefähr den gleichen Stil haben. Zum Beispiel bei Invasion ist er immer zu sehen mit irgendwas. Invasion steht immer oben links. Let's Test steht immer oben rechts. Mit Part-Angabe und so. Finde ich schon mal sehr cool. Bei Conan hat er es jetzt auch so gemacht, oben links. Oben rechts dann der Part. Ich nehme auch, ja, das ist er wahrscheinlich auch in so einem Bild. Das hat er auch beibehalten. Also er hat pro Spiel hat er die Thumbnails angepasst. Finde ich sehr cool. Sieht sehr gut aus. Ja, finde ich auf jeden Fall nice, dass er das alles so schön strukturiert hat auf seinem Kanal. Sehr, sehr cool. Okay, wir schauen jetzt einfach mal in irgendwas rein hier. Livestreams gibt es ja jetzt hier nicht. Die gibt es jetzt nur auf Twitch. Das heißt, wir schauen einfach mal jetzt ins letzte Video einfach rein. Hallihallo, der Beutel hier, willkommen zurück zu Invasion 23-7. So Leute, folgender Plan, wir hauen jetzt hier kurz, das ist completed und wir machen noch schnell Stamina, Start-Upgrade, dauert 3 Minuten. Ich würde sagen, es ist ja nur ein Letztest, ne? Und ich habe mir überlegt, ich mache noch diese Folge und ihr entscheidet, ob ich noch ein bisschen weitermachen soll, noch 2-3 Folgen, oder ob wir es dabei erstmal belassen und dann später mal, wenn das Spiel ein bisschen weiterentwickelt ist, wenn ein bisschen mehr Content drin ist, dass wir da nochmal ein richtiges Let's Play draus machen und
quasi von vorne nochmal beginnen und uns das Spiel mal richtig genau angucken. Okay, an dieser Stelle erstmal kurz Stopp. Ich finde es sehr geil, die Begrüßung, sehr gut. Er hat ein sehr gutes Mikrofon. Er benutzt auch ein Greenscreen. Er hat sogar eine Kappe mit seinem Namen drauf. Sehr geil auf jeden Fall. Macht sehr, sehr coolen Eindruck. Gefällt mir richtig gut. Alles strukturiert. Alles ist an seinem Platz, wo es sein muss. Ich habe nichts zu meckern. Ich finde es einfach genial. Kommt sehr gut rüber. Wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter. Ich scroll einfach mal irgendwo in die Mitte rein. Und dann gucken wir noch ein bisschen. Sieht schon abgefahren aus in dem Nebel, ne? Zack, kriegt die Oma hier auch auf den Sack. Nehmen wir den hier auch noch mit. Ist er weg. So, gibt es her. Na komm. Okay, was ich auch sehr cool finde, ist, dass er halt auch die ganze Zeit die Leute unterhält. Er redet, er beschreibt, was er sieht. Was er macht, finde ich sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dein Kanal ist einfach sehr schön strukturiert. Wie gesagt, das Einzige, was mich hier noch ein bisschen stört, ist diese Schrift. Hier wird die ein bisschen zu verschnörkelt für meinen Geschmack. Aber das ist auch immer im Auge des Betrachters. Andere finden das wahrscheinlich mega. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen, ich meine, ich kann es lesen, aber es ist schon echt anstrengend, finde ich. Es hätte eine etwas einfachere Schrift sein können. Ansonsten, wie gesagt, Playlisten super. Auch die ganzen Thumbnails alle angepasst. Mega, sehr, sehr cooler Kanal. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schaut einfach mal rein. Die ganzen Links zu den ganzen Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. So, das war's erstmal. Wenn ihr auch in diesem Format vorkommen wollt, dann kommentiert dieses Video doch einfach mit eurem Kanal und warum ich mir euren Kanal anschauen soll. Des Weiteren könnt ihr auch gerne kommentieren hier und schreiben, wie ihr die einzelnen Kanäle hier gefunden habt. Macht ihr zum Beispiel White Movie TV, was weiß ich, 6 von 10 oder 10 von 10, je nachdem, wie ihr das gefunden habt. Das hilft den Leuten mit Sicherheit auch. Ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet ein bisschen was zu gucken, es hat euch ein bisschen geholfen und ihr findet das Format vielleicht auch sogar sehr cool, dass ihr Bock habt, im nächsten Video selbst dabei zu sein. Dann schreibt mir einfach. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Macht's gut. Ciao.